hoch. Wow, was war das denn für ein Loch, Alter? Kamera läuft. Hey Leute, willkommen zu diesem Video. Okay, also, wie ihr vielleicht merkt, hat das Video diesmal einen kleinen, gewissen, feinen Unterschied. Und zwar, das Video ist jetzt mit der GoPro Hero 6 aufgenommen. Ich habe hier so ein, ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt zeigen soll. Jedenfalls habe ich so einen fetten Adapter jetzt an meinem Helm dran, um da Mikro zu benutzen. Das zackt richtig, aber ein Vorteil hat, ich habe eine Powerbank jetzt an der GoPro. Also ich kann quasi ununterbrochen aufnehmen, ohne den Akku zu wechseln. Beziehungsweise ich weiß nicht, wie schnell der Akku sich, also wie, ob der sich schneller verbraucht, als er aufgeladen wird. Das könnte auch sein. Dann wäre das natürlich bitter. Aber ich kann auf jeden Fall ziemlich lange jetzt aufnehmen. Also bis die Speicherkarte voll ist. 124 GB. Ne, 124? 128? 124? Ja, auf jeden Fall eine große Micro SD habe ich hier drin, damit ich ordentlich aufnehmen kann. Und ich nehme in... Ich könnte in 4K 60 FPS aufnehmen. Mache ich aber nicht, weil... aus dem einfachen Grund, dass... 4K 60 FPS packt mein PC nicht zu schneiden. Deswegen mache ich das einfach 2,7K habe ich jetzt eingestellt und 60 FPS. Also für die Leute unter euch, die gerne mal das ganze Geschehen ein bisschen in High Quality sehen wollen, können jetzt unten einstellen 2,7K, dann seht ihr das Ganze hier vor aus der Realität. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht mit dem Mikro. Da ist es so, Also keine Ahnung, ich habe es jetzt noch nicht während der Fahrt ausprobiert, aber könnt ihr ja beurteilen, beziehungsweise ich sehe es ja beim Schneiden, wie gut das Mikro dann jetzt, also wie gut das Mikro mit der GoPro und dem Adapter zusammenarbeitet. Eventuell muss ich mir ein anderes Mikro holen, wenn das kacke ist. Wenn es gut ist, dann freue ich mich. Da brauche ich mir nämlich kein anderes Mikro holen. Ja. Also, ich düse hier zum Test ein bisschen durch Bielefeld durch. Und nicht wundern, dass ich nicht so doll beschleunigen kann oder meine Kupplung rutscht ein bisschen. Wenn ich Gas gebe, so. Zum Beispiel jetzt, zack, die Kupplung rutscht sofort. Also ich kann nur so ganz bisschen Gas geben quasi. So, dass ich gerade so mit dem Verkehr mitfließen kann. Mehr ist leider nicht drin heute. Aber wir sind ja anständige Bürger, wir wollen ja nicht rasen, ne? Ich doch nicht. Ja, ein bisschen Bielefeld gönnen. Gucken, was hier so abgeht. Seitdem die hier 30 hingemacht haben, ist immer so ein übelster Stau. Ach, okay, ja gut. Ich bin auch ein bisschen im Feierabendverkehr drin, ne? Spätestens ist es gerade 17 Uhr ungefähr, müsste es sein. Ja, perfekte Feierabendszeit und ich fahre durch Bielefeld. Because I'm an idiot. Stehen da. Eine Honda. Honda. Coole Sache. Ey, ich habe in letzter Zeit so viele Motorräder rumfahren sehen. Immer wenn die Sonne rauskommt, überall Motorräder. Und es ist noch nicht mal März, also Saison ist noch nicht angefangen. Beziehungsweise April. April ist ja für viele erst der Anfang. Aber ich finde April ein bisschen sinnlos, weil März sind schon so viele gute Tage dabei, dass sich das da richtig lohnt. Boah, meine Maschine ist so laut. Escape Room. Hier rein, da raus. Aha, die Mädels wollen in den Escape Room. Ich wusste noch nicht mal, dass das ein Escape Room ist. Ich habe schon mal gehört, dass in Bielefeld sowas gibt, aber ich wusste gar nicht, dass das da ist. Ja, so gut kenne ich meine Stadt. Ah, jetzt fällt mir auch ein, ihr seht wahrscheinlich, wie viel man in den Spiegeln sieht. Die muss ich auch nochmal festziehen. Nur, die haben hier... Oh, warte, ich muss weiterfahren. Sonst hupen die hinter mir noch. Und das wollen wir ja nicht. Also hier muss ich so mit einem Imbus drunter. Und das ist so übelst beschissen, weil
wir keinen Imbus haben, der da so passt oder irgendwas, dann muss ich mir, wollte ich die ganze Zeit machen, aber vergesse das immer wieder, dann muss ich mir einen Imbus so ein bisschen absägen, dass ich da drunter passe, um das festzuziehen. Was sich aber als tricky erweist. Definitiv. So, ich stelle mich jetzt hier ganz kackendreist auf den Fußgängerüberweg, weil ich es kann. Oh, Bullerei. Zweiter Gang, schön leise fahren. Wahrscheinlich juckt es die überhaupt gar nicht, dass ich ein bisschen lauter unterwegs bin. Ich habe übrigens mein getöntes Visier habe ich abgemacht, wollte da mein, ich habe einen Pinlock, das habe ich die ganze Zeit nicht drin gehabt, aber jedes Mal, wenn ich mit getöntem Visier gefahren bin, ist mein Visier so beschlagen. Deswegen habe ich jetzt das klare Visier drauf. Ja, das klare Visier mit Pinlock, damit es nicht so beschlägt. Und das, ich habe eine Sonnenbrille deswegen auf. Ich habe zwar Sonnenblende, aber ich finde Sonnenblende sieht immer so mega gay aus. Da finde ich Sonnenbrille sieht ein bisschen lässiger aus. Ja, aber ein Nachteil hat es, irgendwie beschlägt meine Sonnenbrille jetzt die ganze Zeit. Aber die kann ich ja zum Glück abmachen. Diese kann ich zum Glück absetzen, sorry. Heute ein bisschen Sprachproblem am Start. Nice. Gott, ist so die Hölle los. Ey, wieso bin ich denn so blöd? Weil der Adapter angekommen ist und gutes Wetter war, ne? Da dachte ich mir jetzt so, yo, komm, nach Feierabend eine Runde düsen. Ja, wahrscheinlich, Alter. Fahre ich extra bis in die City rein. Und dann ist hier die Hölle los. Oh, oh, oh. Diese Kupplung, ey, das ist mit den neuen Hebeln. Ich habe da schon einstellungstechnisch habe ich schon versucht, alles Mögliche. Ne? Entweder ich bin einfach zu blöd oder bei den Hebeln da passt irgendwas nicht. Das nervt mich auf jeden Fall. Ich werde mal die Originalhebel wieder dran bauen und gucken, ob es dann funktioniert. Wenn die dann auch rutscht, die Kupplung, dann wird es wahrscheinlich. Ja, hier gerade mal einordnen. Dann wird es wahrscheinlich. Die Kupplung oder so, was weiß ich was, irgendwas abgenutzt sein, die Lamellen, wie nennt sich das, keine Ahnung. Irgendwas wird auf jeden Fall abgenutzt sein dann. Hier ist richtig, gar nichts ist richtig partymäßig los. Ich hätte mal irgendjemanden fragen müssen, zu zweit fahren oder so, das ist dann chilliger, wenn man so ein bisschen durch die City cruist. Aber ich, egoistisch wie ich bin, frage ich mal wieder niemanden. Ich muss gleich irgendwo mal hinfahren, einen Pick machen. Ich frage mich, wie es soundtechnisch. Ich hoffe wenigstens, der Sound von meiner Maschine ist genauso gut wie mit dem anderen Mikro. Also wie mit dem anderen Mikro, wie mit der anderen GoPro. Gib mal Feedback einfach mal zum allgemeinen Bildqualität, Soundqualität. Gib mal euer Feedback. Wahrscheinlich, wenn der Sound richtig kacke ist. Ich weiß nicht, ob ich das dann benutzen soll, das Video, oder nicht. Eigentlich, wenn es nicht absolut beschissen ist, wieso nicht, ne? Solange wir jetzt nichts kam. Aber ich plapper wieder einfach nur die ganze Zeit irgendein random Stuff zusammen hier. Es passiert aber auch nichts heute. Es passiert einfach nichts. Alter, warum fährt er jetzt. Alter, die Leute kriegen keinen Kreisverkehr hier auf Reihe. Guck mal, nur weil der Kreisverkehr ein paar Ampeln hat, sind die Leute direkt total überfordert. Links abbiegen. Ich hätte dann geradeaus fahren können. Naja, mit der. Ich hätte jetzt auch filtern können, aber nicht mit der rutschenden Kupplung, Alter. Schieße ich mir selbst ins Bein. Da wird das überhaupt nichts. Da komme ich überhaupt nicht vom Fleck weg. Was? Also der Sound ist verdummt. Ja.
ist das cool, wenn die Kupplung so rutscht. Da kann man immer so fahren, 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 einmal rumkommt ich Gasstoß und dann kommt direkt so ein Aufheuler. Ist auch witzig. Kann man so sehen, kann man so sehen. Ach, links. Ich fahre hier richtig meine Kreisrunden, einfach so random durch die City, ein bisschen leer machen, die Leute abfacken. Ich glaube, nächstes Mal poste ich in der Story, wer mitfahren will oder so. Oder frag irgendwie, nimm einen mit zum Rumfahren. Immer einen mitnehmen zum Rumfahren, das wäre auch ganz nice. Wow, was war das denn für ein Loch, Alter? Junge, voll ins Loch rein. Junge, das Loch hat mich fast verschlungen, hat's mich. Liebe Stadt Bielefeld, da ist ein Loch. Könnt ihr das bitte fixen? Danke. Das kommt schon gefährlich für Motorradfahrer. Würde ich behaupten. Ich mach mal hier so ein Bild. GoPro nimmst du drauf? Ja, meine Sonnenbrille beschlägt des Todes. So. Lucille, du musst gerade einmal für ein Bild herhalten. Ich hoffe, das ist in Ordnung für sie. Ich tue die Sonnenbrille mal weg. Ich brauche die nicht mehr, ehrlich gesagt. Die Sonne ist nämlich weg. Beziehungsweise die blendende Sonne ist weg. Zack. Mir fängt dann meine Nase zu laufen und ich muss pinkeln. Kein Bock jetzt. Lederkombi-Pinkler zu machen. Ich düse jetzt Richtung nach Hause. Wenn nichts mehr passieren sollte, dann war das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alter, bist du dreckig. Nicht ganz so viel random leider dabei heute. Nicht viel los in der City. Ja, leider nicht. So, Leder kann ich gerade mal zumachen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich sagen, gib mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Motorvlog, Leute. Tschüssi. Was hat die auch mal denn? Ich hatte den gerade angemeckert, weil der den nicht vorbeigelassen hat. Das ist kein Fußgängerüberweg, Oma.